Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir den Beginn einer vermutlich riesigen Verschwörung, ja, befunden, keine Ahnung. Und in dieser Folge sollen wir jetzt den Tempel von Kilkriat finden. Der müsste irgendwo hier vorne direkt sein, in der Richtung. Frage ist nur, hier sollte eigentlich... Ah genau, hier ist ein Wegschrein. Und irgendwo hier vorne sollte ich zumindest hin. Halt! Ein Unglück hat den Tempel von Kilkriat ereilt. Redet doch mit mir! Hallo? Ich bin hier. Fenorian! Ich hab's doch geahnt! Auch wenn ich ihn gerade nur von hinten sehe. Seid nicht beunruhigt! Ich will euch nichts Böses. Doch hier laufen Gramunholde um den Tempel von Kilkriat herum, bei denen das anders ist. Bringt euch in Sicherheit, bevor sie euch finden. Ich wurde geschickt, um die Tempelpriester zu warnen. Es tut mir leid, aber ihr kommt zu spät. Ein unnatürlicher Sturm ist über den Tempel hereingebrochen. Und nun ist das ganze Gebiet überlaufen von Vampiren und Gramunholden. Was sind Gramunholde? Und wer seid ihr? Gramunholde sind wilde Vampire. Ein Nebenerzeugnis eines widernatürlichen Gramsturms. Was mich anbelangt, ich bin Fenorian vom Haus Rabenwacht. Ich bin einer Spur von sterblichen Überresten aus einem Massengrab in Bankorei hierher gefolgt. Sie wurden in uralten Urnen nach Einsamkeit verschifft. Ich habe Urnen in Kisten gefunden, die nach Einsamkeit geschmuggelt wurden. Sie scheinen etwas mit dem Eiskapzirkel zu tun zu haben. Ja. Ich bin dem Zirkel auch begegnet. Die Urnen und die gestohlenen sterblichen Überreste spielen eine Rolle bei dem Ritual, um die Stürme zu rufen. Wenn ihr dazu bereit seid, so könnte ich eure Hilfe brauchen. Ich muss meine Untersuchung der Stätte abschließen und so vielleicht noch mehr erfahren. Was soll ich tun? Ich könnte eure Hilfe brauchen, um die seltsamen Dorne zu untersuchen, die um den Tempel aufgestellt wurden. Gramunholde und Vampire streifen hier herum, sodass es schwierig ist, sich den Dornen zu nähern. Deshalb brauche ich eure Hilfe. Wisst ihr, ich habe wenig Vertrauen in meine Kampfkünste. Wobei ich es ja auch seltsam finde. Ich meine, er ist ja offensichtlich selber auch ein Vampir. Man sieht es ja an den Augen und man würde es schon erkennen an der hellen Haut. Warum die ihn überhaupt angreifen? Also das habe ich bis heute irgendwie nie verstanden. Was genau ist am Tempel von Kilkriat geschehen? Der Eiskapzirkel hat ein Ritual durchgeführt, mittels dessen ein Gramsturm über dem Tempel entfesselt wurde. Er brach ohne Warnung los und löste sich so schnell auf, wie er begann. In seinem Nachgang ließ er jedoch Gramunholde zurück. Unschuldige Priester und Pilger, die in Ungeheuer verwandelt wurden. Was ist ein Gramsturm? So nennt der Eiskapzirkel wohl den Sturm, der über den Tempel von Kilkriat hereinbrach. Er ist magisch und das Ergebnis irgendeiner Art von Ritual, das die Hexen durchgeführt haben. Ich gehe dem immer noch nach, doch ich glaube, Gramunholde sind ein Nebenerzeugnis des Sturms. Was ist Haus Rabenwacht? Haus Rabenwacht ist eines der Adelshäuser von Kluftspitze. Unser Lehnsherr Graf Verandes hat sich dem friedlichen Zusammenleben von Sterblichen und jenen von vampirischem Wesen verschrieben. Das macht uns oft zu Verteidigern, Tamriels. Hätten wir übrigens auch schon mehr von mitbekommen, wenn wir natürlich die Nebenquests da gespielt haben. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, Haus Rabenwacht war auch in der Hauptquest zu finden, meine ich. Ich bin mir nicht sicher. Der Eiskapzirkel besteht aus Hexen, nicht aus Vampiren. Das stimmt. Doch ich habe Beweise für eine vampirische Verbindung gefunden. Zumindest enthält das Material aus Bankorei die sterblichen Überreste uralter Vampire. Sie waren Teil einer Armee, die in der ersten Ära besiegt wurde. Die Graue Schar. Die Graue Schar? Eine Armee, die aus Vampiren und Werwölfen bestand. Angeführt von König Styriche von Verkat. Sie wurden schließlich durch die Garnison von Bankorei in Hochfels besiegt. Das trug sich alles vor sehr langer Zeit zu. Doch die sterblichen Überreste verströmen noch immer arkane Macht. Seid ihr nicht ein Vampir? Ist das nicht offensichtlich? Aber keine Angst.
Als Mitglied des Hauses Rabenwacht habe ich geschworen, niemals Blut von unwilligen Opfern zu trinken. Ich versichere euch, ich bin nur hier, um zu helfen. Wie kann ein Vampir dabei helfen, den Eiskapzirkel aufzuhalten? Ich bin mehr als nur ein Vampir. Ich bin auch ein Mittelsmann des Hauses Rabenwacht. Ich bin ein Meisteralchemist und ich bin ein Fachmann für arkane Studien. Ich versuche allerdings, unmittelbare Gewalt zu vermeiden, um mich keiner Versuchung auszusetzen. Ja, das hört man doch gerne. Und wir sollen jetzt die Dornen hier untersuchen. Ja. Sie, das heißt, ein Priester von Meridia. Ja, ja. Kann er uns mehr darüber sagen, was im Tempel geschehen ist? Ah, krieg ich das noch hin? Krieg ich das noch hin? Komm. Bevor ich hier angegriffen werde. Da kümmert Basti sich drum. Ich mach mal die anderen hier. Basti, brauchst du Hilfe? Nö, ich glaub nicht. Achso, untersucht, untersucht die Hexen. Ah, da. Ich wollte gerade sagen, hier musst du irgendwas anklicken. Das sollte sich als nützlich erweisen. Nö? So, die Frage ist jetzt, wir müssen jetzt wahrscheinlich dadurch. Ja, da sind die nächsten. Hallo? Alles aufgebraucht. Das sind jetzt nur noch Stöcke und Schnüre. Interessant. Na, dann geht's weiter. Ja! Zu weiteren Stücken und Schnüren. Da ist es. Schon verreckt, bevor ich sie richtig ploppen konnte. Könnt ihr den Rest der Energie spüren? Dädrisch, wenn ich mich nicht irre. Diese ausgelaugten Hexendorne haben eine ganze Menge Energie aufgewandt, um den Gramsturm zu beschwören. Jetzt sind es nur noch normale Stöcke. Doch sogar in diesem Zustand verraten sie uns einiges über das Ritual, das durch sie floss. Erinnert mich bitte, was haben wir durch die Untersuchung der ausgelaugten Hexendorne erfahren? Ich bin mir jetzt sicher, dass die Dorne eine tragende Rolle als Fokuspunkte für das Sturmritual spielen. Ein vorbereiteter Dorn wird im Verlauf des Rituals ausgelaugt. Doch ich spürte da eine Restenergie, einschließlich einer dädrischen Befleckung. Und wir fanden interessante Rückstände. Welche Bedeutung haben die Rückstände? Es sind die Reste einer alchemistischen Mixtur, die auf die Dorne gestrichen wurden. Riecht nach verfaulten Pilzen, nicht wahr? Mit ein paar Untersuchungen sollte ich in der Lage sein, die Zusammensetzung zu identifizieren. Dann kann ich die Grundlagen des Rituals verstehen. Sollten wir den Tempel einmal genauer untersuchen? Erst will ich noch eine andere Sache überprüfen. Mir sind Pilger aufgefallen, die unmittelbar vor dem Losbrechen des Sturms einen Karren vom Tempel wegführten. Vielleicht haben Mitglieder des Zirkels versucht, inmitten der Unschuldigen zu entwischen. Der Karren sollte irgendwo entlang der Straße südlich des Tempels stehen. Überprüfen wir noch die Pilger. In der Richtung. Pilger, Pilger, Pilger. Die sind alles nur Bären. Ah. Hi. Seltsam. Sie leben noch, reagieren aber nicht. Seht euch die Kisten an. Sie könnten die Schmuggelware enthalten. Ach, da hinten ist noch eine. Habt ihr etwas Interessantes in der Kiste gefunden? Die Kiste war leer, bis auf etwas Staub und Asche. Ich kann nicht glauben, dass jemand sich wissentlich dem Sturm aussetzen würde. Vielleicht wurden die Pilger mit einer List dazu gebracht, die Kiste zu befördern. Oder vielleicht wurde sie heimlich auf den Karren geladen. Sollten wir jetzt den Tempel überprüfen? Ja, natürlich. Doch ich fürchte mich vor dem, was wir dort womöglich vorfinden werden. Der Tempel lag eindeutig im Zentrum des Sturms. Trotzdem gibt es eine Menge, was wir nicht über die Wirkung des Rituals wissen.
Es könnte uns neue Einblicke eröffnen, den Zielbereich näher in Augenschein zu nehmen. Dann machen wir uns zum Tempel auf. Der offenbar auch direkt hier irgendwo in der Nähe ist. Da oben sehe ich eine Statue. Wir sollen aber irgendwo hier nebenhin, oder? Achso, hier. Das sind Tempelpriester und Pilger. Der Sturm scheint sie umgebracht zu haben. Ich muss weitere Tests vornehmen, doch von dem, was ich gesehen habe, glaube ich, dass der Sturm sich auf drei Arten auf Sterbliche auswirkt. Er tötet sie, verwandelt sie in Gramunholde oder lässt sie geistlos zurück. Ich schätze, er hat diese armen Pilger vergrämt. Ja, das waren auch die Theorien, die wir, ich glaube, im Prolog kennengelernt haben. Was machen wir jetzt? Ich will mehr über das Ritual erfahren und darüber, wie man Gramstürme erschafft. Und ich muss meine Theorien zur Wirkung des Sturms überprüfen. Ich fange mit der Untersuchung der Rückstände am Hexendorn an, um jene Komponenten zu identifizieren, die das Ritual mit Macht versorgen. Was braucht ihr zur Untersuchung der Rückstände? Meine alchemistische Ausrüstung. Sie ist äußerst zerbrechlich. Deswegen ließ ich sie in meinem Bündel und versteckte dieses in einem Waldstück, als ich die ganzen Vampire und Gramunholde sah. Sobald sie geborgen ist, kann ich mir einen Ort suchen, um meine Analyse zu beginnen. Versuchen wir, euer Bündel zu finden. Praktischerweise ist es hier ganz in der Nähe. Moment, erstmal wieder zum Weg zurück. Und dann eigentlich den Weg hoch. Das war aber jetzt nicht der Weg. Das ist nah genug, Blutsauger. Halt, halt! Ich gehöre nicht zum Zirkel! Jiris, das ist doch unser Freund. Ach, du warst gar nicht dabei in Kluftspritze. Kluftspritze? Sieht aus, als hätten wir es genau rechtzeitig zurückgeschafft. Hier wimmelt es von Vampiren und dieser wollte sich an euch laben. Das ist Fenorian vom Haus Rabenwacht. Er untersucht den Eiskappzirkel, genau wie wir. Haus Rabenwacht? Ich habe von Ihnen gehört, doch er ist weit weg von Kluftspitze. Nun, wenn ihr bereit seid, einem Vampir zu trauen, dann kann ich das wohl auch. Ich habe eine Zirkelhexe entdeckt. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vielleicht fangen. Eine Zirkelhexe? Wo? Auf der Klippe, die den Tempel überblickt. Sie nennt sich selbst Schwester Ambrit. Ich wollte sie angreifen, doch zuerst musste ich sichergehen, dass euch kein Monster überrascht hat. Entschuldigt, Fenorian. Macht schon. Mit etwas Glück ist die Hexe noch dort oben. Ich treffe euch dort oben. Vielleicht Ambrit. Darf ich die Hexe befragen, ehe sie mit eurem imposanten Axtblatt Bekanntschaft macht? Das klingt jetzt aber ein bisschen überheblich hier. Oh, ich sehe hier unten gerade etwas Schönes. Seht her, der Verlust eines Fremden könnte unser Gewinn sein. Ja, danke, dass du mir das jetzt sagst. Machen wir uns auf den Weg. Normalerweise sagst du das ein bisschen früher. Ambrit, das wollte ich sagen. Die haben wir ja schon, von der haben wir schon gelesen vorhin. Beziehungsweise in der letzten Folge. Ja. Tötet Schwester Ambrit. Wo ist denn das Schwesterlein? Da oben. Es scheint, als müsste das Ritual noch verfeinert werden. Tötet sie, bevor sie noch einen Sturm rufen kann. Ja, würde ich gerne, aber sie ist ja mal wieder nicht angreifbar hier. Ah, freiwillige Opfer? Wie schön. Opfer? Ich lasse euch lieber meine Axt schmecken, Hexe. Euch zu unterschätzen, war ihr letzter Fehler. Ich hatte gehofft, ihr könntet sie gefangen nehmen. Aber sei's drum. Ich habe etwas gefunden. Hier lang. Es tut mir leid, Fenorian. Und ich werde mich hier noch etwas umsehen. Okay. Ich war zwar schon auf dem Weg. Aber Lyris darf sich gerne noch was umsehen. Da. Moment, Moment, ich komme sofort zu dir. Aber ich brauche Runensteine. Seht ihr? Das sind die gleichen wie die Urnen, die man aus Bankorei hergeschmuggelt hat. Sie wurden nicht zerschlagen, sondern sind explodiert. Ich kann Spuren von Magika an den Scherben erkennen, die zur Energie des Sturmrituals passen.
Diese anderen Fragmente allerdings? Andere Fragmente? All diese hier verstreuten Fragmente stammen nicht von diesen Urnen. Ihre Oberfläche und ihr Muster unterscheiden sich. Sie scheinen den Grabstaub in den Urnen zu verwenden, um die Gramstürme heraufzubeschwören. Doch ich bin nicht sicher, was in den größeren Gefäßen war. Größere Gefäße? Seht euch die Formen der Fragmente an. Sie stammen aus irgendeinem hohlen Behältnis, das mindestens so groß ist wie ihr. Vielleicht größer. Nur ein weiteres Teil des Rätsels. Vielleicht findet sich eine Antwort, wenn ich die Rückstände von den Hexendornen analysiere. Kommt mit uns nach Einsamkeit. Es muss dort einen Ort geben, an dem ihr eure Ausrüstung aufstellen könnt. Vielen Dank, aber nein. Ich versuche, größere Siedlungen zu meiden. Die Versuchung, wisst ihr? Ich werde einen nahen, aber doch ausreichend abgeschiedenen Ort finden, wo ich meine Ausrüstung aufbauen und ungestört arbeiten kann. Ich gebe Bescheid, sobald ich etwas zu melden habe. Habt ihr einen Ort im Sinn? Ich habe eine schlaue Frau im Moor unweit von Mortal getroffen. Die alte Mjolin ist unter den Nord eine aussterbende Art. Sie versteht sich auf die alte Magie. Die Einheimischen betrachten sie mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Angst. Wenn jemand helfen kann, das Ritual des Zirkels zu entwirren, dann sie. Ja, Dinge, die die Leute nicht verstehen, werden in ihren Augen immer zu etwas Bösen, was man lieber fürchten sollte. Wie einfach wäre es doch, einfach mal mit den Leuten zu sprechen und sich dieses Wissen selbst anzueignen? Wie kommt ihr darauf, dass die alte Mjolin helfen kann? Mjolins Erfahrung mit den alten Wegen und der Magie des Reik bildet die ideale Grundlage, um mich in diesem Unterfangen zu unterstützen. Sie kommt hier draußen einer Fachfrau noch am nächsten. Zumindest einer Fachfrau, die unsere Augen nicht an Harpyien verfüttert. Wo ist Mortal? Das westliche Himmelsrand besteht aus 3 Jarltümern. Harfinger, Hialmarsch und Kartalt. Mortal ist die Hauptstadt von Hialmarsch. Es liegt südöstlich von Einsamkeit, am Fluss Hial. Die alte Mjolin lebt im Sumpfland in der Nähe. Habt ihr schon mal mit so etwas zu tun gehabt? Haus Rabenwacht musste schon verräterische Vampirclans im Zaum halten und gelegentlich wilde Blutunholde ausschalten. Doch mit so etwas wie hier mussten wir uns noch nie herumschlagen. Leute, die sich in Gramunholde verwandeln oder geistlose Gramvolle werden. Es ist ein Albtraum. Genau, ihr hattet eine Theorie bezüglich der Wirkung von Gramstürmen. Ja, aber es bedarf weiterer Forschung, um irgendetwas zu bestätigen. Doch soweit wir es hier beobachten konnten, scheint es, dass der Gramsturm 3 unterschiedliche Wirkungen bei jenen erzeugen kann, die in ihn geraten. Er kann sie in Gramunholde oder Gramvolle verwandeln. Oder sie einfach töten. Ja, ich wollte gerade sagen, Lyris kommt bestimmt auch gleich und da ist sie schon. Nun, was hat euer Vampirfreund herausgefunden? Fenorian meint, dass die Gramstürme die Gramunholde und die Gramvollen erschaffen haben. Reikhexen, die magische Stürme heraufbeschwören, um wilde Vampire zu erschaffen? Das ist schrecklich, doch welchem Zweck dient das? Nun, das ist das nächste Rätsel, das es zu lösen gilt. Erst müssen wir dieses Wissen zur Königin bringen. Hier, das war für Brondold, doch nun gehört es euch. Und damit haben wir einen geschärften Dolch von Winterruhe erhalten, vom Set. Königin Gerhild muss erfahren, was wir am Tempel von Kilkreath entdeckt haben. Hoffentlich wird das ausreichen, um eine Audienz bei Großkönig Svargrim zu bekommen. Haben wir genug Beweise, um den König und die Königin von der Gefahr zu überzeugen? Die Königin scheint vernünftig zu sein. Sie wird uns glauben. Was Svargrim angeht, wer kann das schon sagen? Ich habe den Kerl noch nicht getroffen, doch jeder, der über ihn spricht, nennt ihn stolz, arrogant und dickköpfig. Selbst mit der Hilfe der Königin gibt es keine Garantien. Was machen wir denn, falls Großkönig Svargrim sich weigert, uns zu sehen? Ich würde gern die Palasttore eintreten, ihn an der Kehle packen und durchschütteln, bis er zuhört. Doch damit würde ich wohl einen Krieg vom Zaun brechen. Und Jorun bat mich ausdrücklich, das zu vermeiden. Fürs Erste bringen wir unsere Beweise zu Königin Gerhild. Gehen wir und besuchen die Königin.
Wenn es etwas anderes gibt, was wir besprechen müssen, dann schaffen wir das jetzt aus dem Weg, bevor wir nach Einsamkeit zurückkehren. Hallo, was soll das heißen? Wie kommt ihr darauf, dass der Eiskapzirkel die Leute in Gramunholde verwandeln will? Hey, ihr und Fenorian seid zu dem Schluss gekommen, nicht ich. Doch. Doch es ergibt genauso viel Sinn wie alles andere. Was das Warum angeht, ich habe keine Ahnung. Aber diese Verbindung zu den Vampiren, die ist beunruhigend. Wir sollten Fenorian auf Abstand halten, bis wir Svargrims Gunst haben. Fenorian wird Hilfe bei einer schlauen Frau in der Nähe von Mortal suchen. Einer schlauen Frau? Hier draußen? Die Nords sind äußerst misstrauisch gegenüber Magie. Insbesondere Nord aus dem westlichen Himmelsrand. Ich bin überrascht, dass die Bewohner von Mortal ihre Gegenwart dulden. Wenn jemand Fenorian helfen kann, das Ritual des Zirkels zu durchschauen, wird sie es sein. Sollten wir Ihnen mit Ihrer Forschung helfen? Eine Audienz bei Großkönig Svargrim hat weiterhin obersten Vorrang. Wir müssen ihn überzeugen, dass der Eiskapzirkel eine Bedrohung für das Königreich ist und ihn dazu bringen, dass er mithilft, sie aufzuhalten. Kehren wir nach Einsamkeit zurück und präsentieren wir unsere Funde der Königin. Was ist eine schlaue Frau? Schlaue Männer und Frauen sind Nord mit einem Talent für die Magie. Doch meist bezieht sich dieser Begriff auf solche, die den alten Wegen folgen. Sie sind selten. Nicht die üblichen Adepten, die man in der Magiergilde findet. Das Misstrauen gegenüber Magie reicht in Himmelsrand tief. Insbesondere hier. Warum misstrauen die Bewohner von Himmelsrand Magie? Könnte sein, dass die Kämpfe mit den Elfen unseren Ahnen die Magie verleidet haben. Oder vielleicht gab es nicht genug Skalden, die über Zaubermeister sangen, die nach Sovngarde kamen. Vielleicht mögen die Nord auch einfach natürliche Talente lieber. Jedenfalls ist Magie hier nicht beliebt. Ja, das finde ich wiederum nicht sehr positiv, weil wir alle mit Magie arbeiten, ne? Und das auch gerne. Ich würde sagen, da jetzt ja auch gerade etwas Neues angefangen hat und da das gerade so schön passt, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge in Einsamkeit in der Hauptstadt wieder, wenn wir mit der Königin sprechen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.